Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reactions-Vorschlägen. Ja, heute gucken wir uns, was für ein langer Titel. Ja, heute gucken wir uns YouTube-Kacke, Creepypasta, Punch-Hats gegen Kinder und bekommt einen Anfall. Alter. Oh nee. Vor allen Dingen, wer kommt noch auf die Idee, so einen langen Titel dahin zu schreiben? Oh nee, ich weiß nicht, wieso ich jetzt schon. Das Video hat noch nicht mal angefangen. Ich habe keinen Plan, wieso ich jetzt schon lachen muss. Ah ja. Dieses Video soll niemanden angreifen und dient nur zur Unterhaltung. Also bitte nicht ernst nehmen. Es gibt viele Dinge, die man heute, also an Halloween, machen kann. Stattdessen schaut ihr euch mein Video an. Allerdings ist hier das Ansehen auf eigene Gefahr. Also lehnt euch aus dem Fenster und viel Spaß bei meiner YouTube-Kacke. Der Oktober neigt sich dem Ende zu und nun kommt es dazu, dass eine Zeit im Jahr kommt, auf die sich sehr viele Menschen freuen. Und das ist Halloween. Ein Tag. Hey, das Bild ist aber doch bearbeitet, oder hat das Creepypasta Punch wirklich genommen? Hier, wo im Körper so ein Junge oder ein Mann rauskommt, wie bescheuert, ey. Ah, Tag, schon. an dem auf Porn hat überall YouTube-Kacke und auf YouTube überall Porno-Filme laufen. Ein Tag, wo wir draußen Kinder und Jugendliche sehen, nennen, die sich vergraben haben und um die Häuser ziehen, um auf Liedfresse zu kriegen. Doch immer wieder an Halloween kommt es dazu, dass man kommt, gruselige Kinder, die an Halloween abgespeckt haben sollen oder immer wieder abscheißen. Ich müsste mal eigentlich mal wieder so eine Nicht-Lachen-Challenge. Ihr könnt mal gerne mal eine Nicht-Lachen-Challenge mal in die Kommentare hauen oder auf Instagram oder Twitter. Hätte schon mal wieder richtig Bock, so mal das durchzuhalten. Also die kann richtig bescheuert sein, die Nicht-Lachen. Wirklich richtig, richtig bescheuert. Vorhaut. Und So scheiße. wo man nicht genau weiß, was davon jetzt wirklich wahr ist und was erfunden. Und was davon wahr erfunden ist und was davon was eins ist und warum das dumme Kind in Warschau ist und sich die Nase rasiert. Aua. Robert und Sex Doll ist eine verfluchte Sexpuppe, die in einem Glaskasten unsicher gestellt wurde. Robert und Sex Doll werden die verschiedensten sexuellen Dinge nachgesagt. Manchmal soll auch beobachtet werden, wie die Puppe sich. Wie kommt man eigentlich überhaupt auf so einen Quatsch, ey? Robert the Sex Doll werden die verschiedensten sexuellen Dinge nachgesagt. Manchmal soll auch beobachtet werden, wie die Puppe sich einem keult. Ein YouTuber ist nun zu dieser Puppe gegangen und hat sie gefickt. Und er hat seinen großen Schwanz ins enge Plastikarschloch der Puppe gesteckt. Das Arschloch hat jetzt nicht unbedingt einen gigantischen Durchmesser, genau so wenig wie sein Schaft. Doch auf den ersten Blick könnt ihr bemerken, dass dieses Loch sehr tief ist. Ihr könnt den Boden des Arschloches nicht sehen, aber ihr werdet Vor allen neugierig. Dingen, Ihr wollt wissen, was. ich finde das voll interessant zu sehen, wie sein Pop-up-Schutz. Ich hoffe, ihr seht mal, Mama, seht ihr meinen Pop-up-Schutz? Seht ihr die Brandlöcher schon? Ja, das ist halt, wenn man abends eigentlich schon lange im Bett sein muss und dann wirklich so raucht. Die ganze Zeit hier. Also, ja, ich müsste mir aber langsam auch mal wieder einen Pop-up-Schutz kaufen. Was dort am Ende lauert und seid mutig. Und normalerweise würde so eine Geschichte auf zwei Weisen ändern. Entweder ihr brecht euch irgendwann den Schwanz und ihr landet in einem Krankenhaus. Oder ihr landet in einem Waisenhaus und liegt am Boden und Bilbo Beutlin vergewaltigt euch und sagt: Öffne nicht die Augen, verfluchte Scheiße. Doch ihr fragt euch jetzt: Was steckt hier wirklich in meinem Hintern? Doch ihr seid mutig und öffnet die Augen und beobachtet aus euren Augen, wie ihr seltsame, monströse Monsterschwänze im Arschloch stecken habt. Und er hatte sich mit einem Messer bewaffnet. Und wer jetzt glaubt, dass Mord und Vergewaltigung etwas zu übertrieben ist, der liegt Oh, falsch. war das nicht die eine hier, die Künstlerin? Ich glaube, das war die eine Künstlerin.
Die hat alles mit sich machen lassen, ne? Das ist übelst krass, ey. Also, und ich glaub, das Experiment ist sogar viel zu weit gegangen. Irgendwie, ne? Hab so das Gefühl. Also, die durften wirklich fast alles mit ihr machen, was sie wollten. Zuerst haben die Leute das irgendwie, hatten ein bisschen Angst, aber sind dann immer mehr gekommen und die haben immer krassere Sachen gemacht. Vor allem, was ist denn das für ein Kunstprojekt? Der liegt falsch. Falsch. Es war allgemein Das heißt wahrscheinlich. ja eigentlich, wenn ich, wenn ich meinen Chef schlage, ne, habe ich natürlich erstmal einen Nachteil, dass ich dann keine Arbeit mehr habe. Aber ich kann ja immer noch sagen, passen Sie auf, kündigen Sie mich nicht. Das ist ein Kunstprojekt. Warten Sie, es dauert noch ein bisschen. Das muss noch die komplette Entfaltung entfalten. Scheiße. Und wenn es blau wird und sowas, dann ist es ein lebendes Kunstprojekt und mehr wollte. Ich wollte sie eigentlich nicht schlagen, weil ich sie hasse, sondern einfach nur, weil, ne, ist halt ein Kunstprojekt. So. Könnte man ja eigentlich machen. Ein schrecklicher Anblick gewesen. Doch nun kommt Bilbo Beutlin zum Höhepunkt. Doch nun seit Jahren, wo er das macht, ist ihm So aufgefallen, dass bescheuert. dieses Arschloch sich scheinbar nie füllt. Er hat noch nie bemerkt, dass irgendetwas sich dort aufgestaut hat. Noch hat er jemals mit angehört, wie einer dieser Pfort heute ein Lied runterwirft, am Boden ankommt. Er hat immer wieder darauf geachtet, doch konnte kein Geräusch hören, sodass er sich wunderte, wie so ein Loch existieren kann. Und er hat sich selbst ermordet. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Christoph, dir natürlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer macht, denn YouTube-Kacke macht. Bis dann aber. Tschüss. Mir ist jetzt erst aufgefallen, so ich gucke ja eigentlich bei den Videos immer so auf den Hintergrund, aber dass er voll oft, also Creepypasta Punch voll oft den Hintergrund ändert. So bei ihm, eigentlich gucke ich ja sehr oft auf den Hintergrund, aber bei ihm ist mir das gar nicht so krass aufgefallen. und no. Süß. Und Happy Halloween. Christoph. Boah, Alter! Oh, geil, das erinnert mich hier an. Oh fuck, wie hieß denn das Spiel, wo man den Gott gespielt hat hier? Black and White 2. Daran kann ich mich noch erinnern und da hat er mal, vor einem Jahr oder so hat er mal hier, GameStar auch ein Video zugemacht. Und zwar, wenn man als Kind, ich glaube, bis zu 3, 4 Stunden Black and White gespielt hat oder ab einer bestimmten Uhrzeit, kann natürlich auch sein, dass es ab einer bestimmten Uhrzeit war, hat das Spiel den Namen gesagt, mit dem du dich eingeloggt hast. Hat natürlich nicht bei jedem geklappt, weil die konnten nur mehrere, also nur ein paar Namen einfügen. Aber mir hat zum Beispiel geklappt, ey. Und ich kann mich noch daran erinnern, wo dann abends dann so das Spiel zu mir Philipp gesagt hat, und dann habe ich echt die Kopfhörer rausgenommen, ne? Und dann dachte ich so, hä? Ich hab gerade meinen Namen gehört, so. Und das habe ich dann halt, da bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe dann so gesagt, hier, habt ihr meinen Namen gerufen. Es war wirklich so, war übelst cool. Ja, hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt das wunderschöne Wetter. Geht ein bisschen an den Strand. Cremt euch bitte ein, dass ihr einen Sonnenbrand bekommt. Und ja, bis dahin, haut rein und tschüss.